Ja, es ist Mitte Januar. Wir sind heute in St. Ingbert im Industriegebiet von Rohrbach. Das ist ein Stadtteil von St. Ingbert. Und hier steht die Anja. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, hallo Evelyn. Mein Name ist Anja Barth. Ich habe die Betriebsleitung der Firma Himmelsbach. Himmelsbach, was ist das für eine Firma? Die Firma Himmelsbach ist eine Lackiererei. Wir haben uns spezialisiert auf Industrielackierungen. Und ihr seid ein mittelständisches Unternehmen, das heißt, wie groß seid ihr etwa? Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wir haben etwa so 40 Mitarbeiter und sind familiengeführt, seit 70 Jahren. Oh, seit 70 Jahren, dann habt ihr dieses Jahr Jubiläum? Dieses Jahr feiern wir ein großes Jubiläum mit unseren Kunden, unseren Freunden und unseren Mitarbeitern. Prima. Und wer steht denn hier daneben noch? Ich bin die Sandra Wagner, ich bin Vertriebsleiterin bei der Firma Hoffmann Personaldienstleistung hier in St. Ingbert. Und ihr arbeitet zusammen. Firma Himmelsbach sucht ja auch immer wieder Personal, denn es gibt ja einen Fachkräftemangel. Welche Berufe gibt es denn bei euch genau? Also wir suchen überwiegend bei der Firma Hoffmann Personal für die Produktion. Also rein, also keine Fachkräfte an sich, sondern die werden auch bei uns selbst angelernt. Man braucht auch keine Vorkenntnisse. Einfache Produktionsmitarbeiter, die uns immer gut unterstützen. Manchmal gibt es da ja wahrscheinlich auch Spitzen, dass man kurzfristig jemanden braucht oder einfach saisonbedingt doch noch andere dazukommen müssen. Ist das so? Ja, genau, das ist das Problem. Zum Beispiel letztens kurz vor Weihnachten, vor den Feiertagen, hatten wir eine sehr hohe Auftragslage, die wir mit Mitarbeitern der Firma Hoffmann Gott sei Dank noch abdecken konnten. Genauso ist es auch, wenn unsere Mitarbeiter in der Urlaubszeit ist, im Sommer, wenn die Leute Urlaub haben, benötigen wir auch Produktionsmitarbeiter. Und da hilft uns die Firma Hoffmann gut weiter. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Seit 2011. Und es ist bisher alles gut gegangen? Ja, das denke ich. Ich habe gehört, ihr habt schon mehrere vermittelt, mehrere Arbeitnehmer. Ja, auf jeden Fall. In den letzten 3 Jahren der Zusammenarbeit sind wir jetzt mal auf 10 Mitarbeiter gekommen. Das war auch ein Facharbeiter dabei, war auch eine Dame fürs Büro dabei. Ja, läppert sich. Wie läuft denn das ab, Anja? Ihr meldet euch dann per Personaldienstleistung Hoffmann, wenn ihr konkret jemanden sucht und die nehmen euch dann auch die Arbeit ab, nehme ich an. Ja, natürlich. Also wenn ich feststelle als Betriebsleiter, ich komme mit meinen Mitarbeitern, die Auftragslage ist zu hoch, also ich komme da nicht parat damit, rufe ich bei der Firma Hoffmann an und brauche halt unbedingt Produktionsmitarbeiter. Und die haben die sozusagen vorrätig? Nicht immer ganz, aber die bemühen sich sehr, und diese Leute halt uns zu stellen irgendwo. Ich meine, die Firma Hoffmann, die kennt unsere Möglichkeiten, was wir brauchen oder welche Voraussetzungen die Mitarbeiter haben sollen. Ja. Von daher ist das eine gute Zusammenarbeit. Also ihr wisst dann immer, was er kriegt? Genau, so in etwa. Und wie ist denn das jetzt für die Angestellten, für die Mitarbeiter, die jetzt von euch vermittelt werden? Sind die denn jetzt eigentlich, werden die nur vermittelt oder wo sind die denn angestellt dann? Die Mitarbeiter sind bei uns angestellt, bei der Firma Hoffmann, haben dort in der Regel ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und sind halt vor Ort beim Kunden eingesetzt. Das ist nur der Unterschied zu einem, sage ich mal, anderen Unternehmen, dass die Verträge über uns laufen, aber der Arbeitsplatz nicht bei uns ist, sondern vor Ort bei Kunden, wie bei der Firma Himmelsbach. Das würde ja bedeuten, wenn die Firma Himmelsbach diese Spitze abgedeckt hat, dann bleibt der Mitarbeiter angestellt. Ja, der ist weiterhin Mitarbeiter von uns und wir sind natürlich bemüht, eine neue Stelle für ihn zu finden, also einen neuen Einsatzplatz, was in der Regel auch immer sehr gut funktioniert. Und wie sind so die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter? Haben die dann auch ganz normal, ich sag mal, Kündigungsschutz, Urlaubs und solche Sachen? Ja, natürlich. Wir sind beim BAP. Und das bedeutet, dass wir tariflich gebunden sind. Das heißt, wir zahlen auf der einen Seite auf jeden Fall Mindestlöhne. Dann bekommen die Mitarbeiter Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen. Also vom Rahmen her ist es das Gleiche, wie wenn ich jetzt bei der Firma DM da drüben arbeiten würde. Also ich bin normal angestellt und habe die normalen gesetzlichen Kündigungsfristen. Das ist nichts anderes als bei einem normalen Unternehmen.
Anja, manchmal sucht ihr ja auch Mitarbeiter, die nicht nur eine Spitze abdecken sollen, sondern die auch längerfristig im Unternehmen bleiben sollen. Wo liegt denn der Vorteil drin, dass ich mich an eine Personaldienstleistung wende, wie jetzt Firma Hoffmann zum Beispiel, im Gegensatz zu einer klassischen Printanzeige? Nun ja, das ist für uns eine jede Menge Arbeitsersparnis, da ich mich bei der Firma Hoffmann melden kann und sage, ich bräuchte jetzt dringend eine Fachkraft, die wahrscheinlich in ihrem Repertoire haben, die uns dann auch zur Verfügung stellen und man schon gleich vereinbaren kann, dass man diese Person nach 2 Monaten, sage ich mal, übernimmt. Das heißt, für euch ist es auch ein Vorteil, weil ihr die Person auch kennenlernen könnt und könnt sie dann auch übernehmen, wenn sie euch ins Unternehmen passt. Genau so ist die Vorgehensweise und das ist das halt mit der Arbeitsersparnis dann von der Firma Himmelsbach. Und für den Mitarbeiter ist es ja dann ähnlich. Der kann ja auch sich ein Unternehmen mal angucken und wenn er dann merken sollte, das passt in jeder Hinsicht, dann kann man sich da um eine weitere Zusammenarbeit bemühen und wenn nicht, dann kann man unproblematisch wechseln. Ja, es ist halt so, dass das auch eine Sicherheit für den Mitarbeiter von vornherein war, dass er direkt eine feste Anstellung bei einem Kundenbetrieb dann hat. Also er wusste, dass er nicht sehr lange über die Zeitarbeit dort beschäftigt ist. Es gibt ja auch viele Mitarbeiter, die in dem Bereich ein bisschen skeptisch sind, obwohl das heutzutage nicht mehr angebracht ist. Aber die Suche von einem Unternehmen nach qualifizierten Facharbeitern auch unterstützen wir halt gerne mit einer Vermittlung, wie es jetzt halt in diesem Fall war. Ja, das mit dem Skeptischen ist mir begegnet. Man denkt ja oft Zeitarbeit, da wird man von einem zum anderen geschoben. Aber gerade bei Himmelsbach habe ich gehört, bei euch sind sogar mehrere übernommen worden. Ja, natürlich, wenn sich das Personal dann eingearbeitet hat und sehr gute Mitarbeiter sind, lassen wir diese natürlich ungern gehen. Also somit haben wir die meisten übernommen. Können wir da vielleicht mal jemanden kennenlernen? Ja, natürlich, gern. Ja, super. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und schauen, wer bei euch arbeitet. Okay. Okay, gehen wir rein. Okay. Okay, Anja, wir gehen mal rein. Wow. Hier riecht es natürlich ordentlich nach Farbe. Hallo. Was hängt denn da? Was sind denn das für rote Kugeln? Das sind Membranspeicher in verschiedenen Größen und die werden auch unterschiedlichen Farben lackiert. Also das hier ist eine unserer 4 Lackierstraßen, die wir haben. Was ist denn ein Membranspeicher? Ein Membranspeicher ist eine Art Druckbehälter zum Ausgleich von verschiedenen Drücken. Also die in Maschinen, in Landmaschinen eingebaut, wird auch teilweise in Kühlschränken. Ach so, und das wird von euch lackiert, deshalb hängt das hier. Ja, genau. Also die kommen in metallischem Zustand und werden dann in verschiedenen Farben, hier die roten zum Beispiel, werden dann von uns lackiert und kundenspezifisch für den Endkunden verpackt. Und die hängen hier, weil sie jetzt trocknen oder wie ist das? Die kommen, also diese Seite, die roten, die wir hier sehen, die sind jetzt trocken und auf der anderen Seite sind die Rohteile, die fahren jetzt durch die Lackierkabine und dann durch die Trockenkammer und kommen dann quasi hier wie die roten wieder raus. Und was sind die schwarzen hier? Das sind sogenannte Kolbenspeicher, die haben dieselbe Funktion wie die Membranspeicher, nur baulicherseits eine andere Form. Die sehen jetzt aus, als würden sie noch lackiert werden, oder ist das so ein matter Lack? Nein, die sind lackiert. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Glanzgrade, verschiedene Farben. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist alles kundenspezifisch, wie der Kunde das wünscht. Da hängen noch mehr solcher. Heißen die Membranen auch? Ja, ja, das sind alles Membranspeicher. Alles, wie gesagt, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Formen und Farben. Also das ist die Hauptanwendung bei Himmelsbach? Ja, in dieser Anlage hier ja. Also wir haben noch 3 weitere Lackieranlagen und die sind auf jedes Produkt in etwa abgestimmt. Ja. Und wo finden wir jetzt die Mitarbeiterin, die von Hoffmann gekommen ist? Bitte. Ja, okay. Hallo, guten Morgen. Du bist hier? Patricia. Patricia, du arbeitest hier bei Firma Himmelsbach. Seit wann denn? 3,5 Jahre. Und was machst denn du genau? Ich tue Membranspeicher verpacke. Verpacken, okay. Ja, sehr.
Ja, schauen wir uns auch einfach mal an, was du machst hier direkt. Ja, gut, müsste ich nochmal anfangen, weil ich stand die da eigentlich so weit fertig. Kein Problem, wir warten. Patricia, wo kommst denn du her? Aus Frankreich. Aus Frankreich? Das hört man aber gar nicht. Nee. Okay. Nein, du bist tatsächlich Französin? Ja, bin ich. Und warum arbeitest du hier in St. Ingbert? Weil ich vom Hoffmann her, also vom Hoffmann bin ich da hergekommen. Das hat mir sehr gut gefallen, deshalb bin ich immer noch da. Warum hast du dich bei einer Personaldienstleistung gemeldet und jetzt nicht direkt in der Firma? Aber ich Hoffmann, also ich habe damals angefangen bei BTI über Hoffmann, also von Leit, wo gesagt haben, Hoffmann. Und seitdem bin ich dort. Und Zeitarbeit war okay für dich? Ja. Hast du das Unternehmen dann erstmal kennenlernen wollen? Ja, weil ich war vorher noch nie also in Leitfirma. Und Hoffmann war wirklich also sehr nette Leute, hat mir gut gefallen. Und dann habt ihr euch entschieden, dass es so gut passt, dass du einfach hier bleiben möchtest? Ja, ich war drei Wochen hier. Nicht gefragt werden, ob ich Interesse hätte, weil hier zu bleiben habe ich hier auch gesagt. Nach drei Wochen schon? Wie sind die Kollegen? Super. Und die Arbeitsbedingungen passt auch so mit Urlaub und alles? Alles gut. Super. Das heißt, du möchtest auch gerne noch ein bisschen bleiben? Sehr lang sogar. Würdest du es anderen empfehlen, dass man so Zeitarbeit erstmal macht, um was kennenzulernen? Ja, auf jeden Fall. Wo ist der Vorteil? Also wissen wir schon, wie die Arbeit ist. Ja. Und wenn man direkt kommt in eine Firma, kann es sein, dass uns nicht gefallen tut oder so. Also schon. Super, ich will dich nicht länger stören. Mach aber weiter. Ich schau mal ein bisschen zu. Wen könnt ihr denn im Moment noch gebrauchen? In allen Bereichen. Facharbeiter, Helfer, kaufmännisches Personal. Qualifizierte Mitarbeiter, Leute, die noch nichts gelernt haben, die vielleicht frisch von der Schule kommen, die erste Berufserfahrung sammeln möchten. Wir sind dafür alles offen und haben im Moment sehr, sehr viele Stellen zu besetzen. Also man muss nicht bestimmte Voraussetzungen mitbringen? Für verschiedene Stellen ja, aber nicht für alle. Das heißt, gerne mal eine Initiativbewerbung, falls vielleicht die Stelle, für die man sich interessieren würde, noch nicht auf unserer Homepage ist, sondern einfach bewerben. Wir versuchen, dass wir geeignete Plätze finden. Und das geht auch per Kurzbewerbung direkt auf eurer Website, ne? Ja, natürlich. Es geht mit allen Kanälen, also übers Internet, persönlich vorbeikommen. Wir sind von 8 bis um 17 Uhr, von montags bis freitags da. Ihr seid wo genau? In der oberen Rischbachstraße 2E in St. Ingbert. Und wo rufe ich an? Unter der 06894 38 5550.